So, und wir sprechen jetzt mit Matthias Kolb. Matthias Kolb ist 33 Jahre alt, er ist ein junger Journalist, arbeitet für viele Medien, unter anderem für süddeutsche.de. Und, ja klar, nur zu. Hallo Matthias. Lebt in der Columbus Road in Washington. Ah. Matthias liegt im Bett, oder? Matthias, Video einschalten. Wir sind nicht bei der Zeitung hier. Hallo, jetzt hast du lange warten müssen? Ich habe nebenher mich weiter gebildet. Well, I try to get further information through emails. This is not audible. I'm terribly sorry. Das war jetzt der erste Wahlkampf, den Sie miterlebt haben in Washington. Sie sind Anfang des Jahres nach Amerika gegangen. Wie haben Sie das Ganze empfunden? What was your impression? Man wird ja wirklich erschlagen eigentlich so mit der Fülle an Informationen, Gerüchten und Wissensanalysen, wenn man dann hier in Washington ankommt und sich das wirklich mal auf alles, wirklich alles sehr viel schneller, sehr viel intensiver, sehr viel lauter. Everything is faster, more intense. Das erklärt sich natürlich durch das, was man hier in Amerika immer Horse Race nennt. It's called a horse race. You've got pre-election campaigns, then they're over, and then comes the next phase. It's very much like a sort of sports event. Something I found rather striking. It took me a while to understand the importance of money in this campaign. Billions of dollars were spent on advisors and different types of stuff. I mean, fundraising, the importance of fundraising, I mean, that's something you just have to learn. This was very interesting for me as a journalist. This is hardly all of them, I'm sorry. Well, I mean, wie wichtig war in diesem Wahlkampf die sozialen Netzwerke? Wie wichtig waren die? Ich würde sagen, sie waren wirklich sehr, sehr wichtig. Yes, I think they were in all Wahlkämpfen, also nicht nur in Kampf, Wahlkampf, raus, sondern auch for the presidency, Tunnel, but also in congressional elections. You have to utilize social networks as a politician. It's obvious. It's just as important as TV advertising or radio ads. Obama in 2008 utilized Facebook and Twitter in order to stay in contact with the voters. And this year, both Romney as well as Obama were active on the social networks. They had several hundred members of staff who were responsible for handling these matters. But Obama clearly was more successful in handling these social networks. I mean, millions of tweets. Obama. But it was, I found rather interesting in this campaign to see that it was not sufficient to have just a Facebook account or Twitter. Aber das ist ein wichtiger Bestandteil in einem Wahlkampf. Früher war es ja, vor ein paar Jahren war es so, Twitter und Facebook, das war die Domäne und das haben vor allem junge Leute benutzt. Also ich habe meinen ersten Facebook-Account aufgemacht, um ganz ehrlich zu sein, weil ich wissen wollte, was meine Kinder so treiben. So ein bisschen rein, weil die haben mich dann auch schnell entfreundet, als ich erste Kommentare geschrieben habe. Ich habe gelernt, das macht man nicht. Habe ich auch nie wieder gemacht, jetzt bin ich wieder drin. Also, aber das hat sich ja geändert. Ich bin jetzt selbst auch aktiv Facebook, ja, und auch Twitter.
Wer hat es, wer nutzt das in den USA? Wen konnten die Kandidaten ansprechen mit Twitter und Facebook? Well, in the States, when looking into this matter, look at the different platforms. Mostly, they were utilized to approach young voters. We know that information is passed on to friends within the social networks, and thus there's sort of a multiplication effect. But in the States in particular, the most recent figures tell us that 70% of people actually use Facebook. This has become a mass medium. And also involves people who are beyond the age of 40. In other words, you can almost reach anyone in the United States. Twitter. 15 to 16% of people are utilizing Twitter. This is more or less appealing to the elite. And youngsters, which we could see, especially in the TV debates. If you looked at the screens of the other journalists, you could see what they were actually utilizing, and that told you a lot. Well, they were looking at Twitter, they were looking at Facebook, and of course, these two did have a major impact. So Twitter und Facebook ist das eine, gleichzeitig sammeln die Parteien, und das wäre der letzte Aspekt, über den wir ganz kurz noch sprechen wollen, sammeln wahnsinnig viel Daten über die Menschen. Also ich glaube, das wäre bei uns gar nicht so möglich, weil wir viel strengere Datenschutzgesetze haben. Aber diese Informationen, diese Daten, die die Parteien dann haben und die Wahlkampfteams, die werden natürlich auch bei Twitter und Facebook dann ganz gezielt eingesetzt, oder? Yes, they're utilized for emails. But of course, what is attempted is to sort of connect the online world and the offline world. And Obama was more successful in doing so because he had a more competent team for this job. He was trying to reach people, trying to inform people that way. The experts, Obama was using. Combined the efforts with data they had mined elsewhere. They had, for instance, they sort of compiled or collected information on the sort of educational level of people they were approaching, their personal background, etc., what sort of cars they were driving, and this sort of thing. Then they utilized special algorithms for processing this information. And this, of course, had a major impact. And of course, it was trying to find out what people were interested in most, and was trying to respond. What the Obama people did very well. They had special apps for the smartphones for the volunteers. Sorry, but this sound is just so awful. It's very hard for me to follow. This had a major So people didn't have to just walk around, didn't have to walk around the neighborhood just knocking at every door, but they did this in a very selective manner. They were well prepared, they had all the relevant information on people they were supposed to see and to contact. I mean, they have. Sorry, but this. I just can't follow. This is just low tech, I'm terribly sorry. Well, Obama approached the right people, Latinos, youngsters,
Das war ganz wichtig in diesem Wahlkampf, nämlich Menschen zu mobilisieren, aus dem eigenen Lager dann wirklich auch zur Wahl zu gehen, weil ja gerade von Obama-Anhängern viele Menschen sehr enttäuscht waren über seine Politik und gedacht haben, na, da gehe ich nicht nochmal hin zum Wählen. Und vor 4 Jahren hat er extrem viele, gerade auch junge Leute, angesprochen. Wir bedanken uns bei Matthias Kolb. Toll, Matthias, dass du mitgemacht hast. Was ist die nächste Story, die wir von dir lesen bei süddeutsche.de? Having contact with us, what's going to be your next feature on Süddeutsche Zeitung? General Allen, of course, and General Petraeus. And of course the fiscal cliff, that also. All of this will be subject of my next feature on Süddeutsche Zeitung.de. We don't have that much. So, in Amerika ist es jetzt 1:05, hier ist es 7:05. Wie sagt man so schön bei der Süddeutschen, wenn man in die Kantine geht, Mahlzeit. Well, so ja, ein guter deutscher Spruch, vielen Dank.